So Leute, Game of Thrones Season 8 ist endlich am Start und wie ihr ja bereits wisst, vor allem die meisten, die mir auf Instagram folgen, ich bin ein großer Game of Thrones Fan und dachte mir, ich nehme mal so die eine Leidenschaft, so Filme, Serien schauen, vor allem so im Fantasy-Mystik-Genre, so in diesem Bereich und das Beatmaking, vereine die beide und mache daraus so eine Beatmaking-Challenge, wo ich mal versuche, aus einem Game of Thrones Sample so ein Beat zu machen. Und ich werde mir hier den Game of Thrones Soundtrack raussuchen aus YouTube, werde ihn runterladen und werde dann daraus versuchen, so ein Beat zu machen, also gönnen wir uns das mal. Geben wir hier einen Game of Thrones Soundtrack. So, das hier ist der Soundtrack und den werden wir jetzt runterladen und versuchen zu flippen. Den fügen wir jetzt hier ein, laden ihn runter. So, hier haben wir den Soundtrack runtergeladen, den importieren wir hier jetzt in der Playlist und versuchen ihn dann in der Playlist zu samplen. So, ich gönne mir mal hier die Kopfhörer und ja, fangen wir mal direkt an. Auf jeden Fall, daraus könnte man auch was machen, auf jeden Fall. So, hier gibt es auf jeden Fall sehr viele dope Samples, aber ich glaube jetzt hier für dieses Video werde ich mir einfach hier diesen ersten Part hier rauspicken. Einfach den hier. Das werde ich hier jetzt cutten, werde das Ganze in Edison importieren, einfach hier bei Edison auf Record und werde dann aufnehmen und werde mir dann ein Stück raussuchen und das dann in die Playlist importieren. So, ich habe mich jetzt hier für diesen Part entschieden, so dieses kleine Stück hier. So, das werde ich jetzt noch ein bisschen bearbeiten in Edison, werde hier vielleicht so den ersten Part rauscutten, weil der verursacht so leichte Klicks. So, das werde ich jetzt aber hier ein bisschen stretchen, einfach erstmal auf Mode Auto gehen und dann hier mit dem Time-Regler einfach hochdrehen. Werde hier die BPM hochdrehen auf so 154 BPM so ungefähr. Werde das Ganze hier runter pitchen um 3 Halbtöne. So, das Ganze werde ich dann hier so samplen. Ich werde es einfach hier duplizieren und werde dann hier, glaube ich, den letzten Part einfach wiederholen. Und dann hätten wir dann das hier. So, das Ganze schicken wir jetzt hier in einen Mixer und werden das Ganze noch krasser flippen, bearbeiten und so weiter. Wir werden erstmal hier einen Equalizer reinladen, erstmal so die ganzen Tiefen rauscutten und dann vielleicht noch von den Höhen was. So, dann noch von den Höhen hier. So, vielleicht noch von den höheren Mitten boosten, um es ein bisschen mehr so düsterer klingen zu lassen. So, das Ganze schicken wir dann hier in einen FX Vintage Exciter von Waves. Und mit diesem Plugin werde ich das Ganze so ein bisschen mehr Vintage klingen lassen. Dafür ist es auf jeden Fall richtig dope. Da kann man auf jeden Fall hier das Preset auswählen. Hier dieses, bei Keys and Strings, dieses Edgy Violin. Und das wird sich dann hier so anhören. So, dann schicken wir das Ganze hier in einen Reverb. Ich wähle hier den R-Verb von Waves. Und pick hier einfach ein Preset. Ich wähle hier das Halls, Grand Hall Preset und regel dann den Wet-Dry-Regler ein bisschen runter. So ungefähr 35, 30 in dem Bereich. Okay, das würde jetzt passen und dann, was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt hier sozusagen ein A- und ein B-Part machen. Das Ganze werde ich jetzt so machen mit einem Soundshifter. Also ich werde dann ein Part haben, wo dann das normale Sample gespielt wird. Also einmal quasi so das nicht hochgepitchte Sample und einmal das hochgepitchte Sample. Und das Ganze werde ich dann so automatisieren. Also ich werde erstmal hier um 7 Halbtöne hochpitchen, werde dann hier den Mixregler automatisieren und werde dann sozusagen so zwei Parts machen hier. So, und jetzt hätten wir quasi hier das Intro, das hier wäre das Intro und das würde dann so übergehen in den höheren Pitch. Aber hier glaube ich, es wäre auf jeden Fall nice, wenn wir hier noch diesen Part hier rauslöschen, um noch ein bisschen mehr Spannung zu erzeugen. Und dann wird es dann eben so in den Part droppen. Und den Part machen wir jetzt hier, oder beziehungsweise hier den ersten Part der Hook. Da gönne ich mir erstmal eine 808. Schauen wir mal, was es hier gibt. Okay, ich glaube, hierfür wäre die perfekt. So, ich will hier aber so ein paar Pausen einbauen hier in der 808. Deswegen mache ich hier erstmal ein Envelope rein, so dass ich die Länge der 808 dann quasi so kontrollieren kann.
Okay, cool. Dieser 808 geben wir aber ein bisschen mehr Distortion. Wir wählen hier den Camel Crusher und da gibt es ein richtig nices Preset. Das nennt sich hier Santana Row. Das können wir benutzen und können dann hier den Mixregler so ein bisschen runterdrehen. So, das Ganze filtern wir hier mit einem Equalizer. Einfach ein bisschen so die Höhen rauscutten. So, dann vielleicht noch ein bisschen von den Tiefen. So, dann holen wir uns hier noch eine Hi-Hat. So, nehmen wir mal hier die kurze, schicken das zu einem Mixer-Track und fangen hier an, unser Pattern zu machen. Da mache ich aber vielleicht noch so mit der Lautstärke ein bisschen was. Genau sowas. Das kopiere ich mir hier einfach rüber. Easy peasy. Und ja, das hätten wir jetzt hier. So, dann noch eine Clap. Nehmen wir mal hier diese Murder Clap. So, dann vielleicht noch eine Perk hier. Ein bisschen nach rechts. So, dann vielleicht noch eine Open Head. Dann nehmen wir mal hier diese Quavo Open Head. So, das passt auf jeden Fall so und dann wäre es glaube ich auf jeden Fall nice, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Bounce erzeugen und vielleicht noch eine zweite Hi-Hat oder ein Shaker, Percussion oder irgendwie sowas hinzufügen hier so für Bounce. Genau, sowas und da werden wir noch ein bisschen mehr mit der Lautstärke dann so spielen. So, die ganzen Percussions, Hi-Hats und so weiter werden wir aber ein bisschen timeshiften, sodass ein bisschen bessere Groove erzeugt und die ganzen Elemente nicht so auf dem Takt sind und so robotermäßig. So. So, dann werden wir die Kick und die 808 mixen und wie ich das mache, habe ich schon mal in einem Video erklärt. Falls ihr das verpasst habt, auf jeden Fall nochmal abchecken. Und ja, da erkläre ich halt alles, wie ich vorgehe, was ich mache. Ich werde mal einen Link in der Beschreibung packen, könnt ihr es mal auf jeden Fall abchecken. Hier aber nur so mal kurz in Schnelldurchlauf so. Also ich werde hier die 808 zur Kick Sidechain und werde dann auf der Kick einen Multiband-Kompressor reinladen und werde dann diesem immer sagen, wenn die Kick gespielt wird, gehst du in Lautstärke runter, also hier dieser Bereich. Und ja, das wäre dann sozusagen das Fundament von den Drums und jetzt können wir so anfangen, ein bisschen so den Song zu arrangieren und während wir das machen, werden wir dann immer wieder so Sachen rausnehmen und vielleicht andere hinzufügen und so weiter. Und ja, das mache ich dann meistens so, ich gehe dann hier auf Split by Channel und fange hier dann so an, ein bisschen meine Sachen zu arrangen und ja, zu schauen, wie halt die Übergänge sind und ob man vielleicht noch irgendwas hinzufügen muss und so weiter. So, und das wäre dann so der erste Part der Hook. Hier will ich aber nicht hier diese Percussion haben und hier nicht diese Kick. Das soll dann so sein. Und ich glaube, hier für diesen ersten Part der Hook wäre es nice, wenn wir noch einen kleinen Change-Up hier reinbauen, so eine kleine Änderung. Wir können das hier machen mit einem Growth-Beat und können dann hier nicht wie üblich einfach einen Halftime machen, sondern würden dann hier mit einem Halftime den Time-Regler automatisieren.
und würden dann so ein bisschen hier reinmixen, nur beim ersten Part der Hook. Ja, so hätten wir dann hier noch einen anderen Layer quasi im Hintergrund, so der ganz leicht im Hintergrund so abgespielt wird. Und das könnt ihr mal hier hören. Also ihr hört schon hier in diesem Part wird dann noch dieses im Hintergrund, dieses. Also dieser Part wird dann noch kommen und so ganz leicht im Hintergrund. Und das wird dann so mehr Spannung und Energie in den zweiten Part der Hook bringen, wenn dann die ganzen Drums droppen. Und ja, das wäre jetzt erstmal so die Hook. Und jetzt könnten wir hier den Part noch machen. Ich würde mir das Ganze dann einfach hier so kopieren und würde dann einfach anfangen. Ich glaube, hier wäre es auf jeden Fall nice, so einen Growspeed reinzuhauen, einfach im zweiten Part. So, hier hätten wir dann den Part. Der Part soll dann so anfangen mit dem ursprünglichen Sample, also ohne diesen Pitch-Up. Und ja, hier würde ich dann einfach die 808 spielen. Und ja, dann vielleicht noch hier die Open-Head. So, und das machen wir dann hier jetzt unique und machen hier dann ein paar Noten weg. Und hier wird es dann in den Verse droppen und für den Verse würde ich dann einfach einen Grow Speed nehmen und will mal versuchen, wie sich das anhören würde. Der Momentary Half Speed und hier eine Automation, hier bei Create Automation Clip. So, das wäre dann hier so lang. So, nochmal checken. Okay, passt alles. Und ja, jetzt wird dann hier so fast der ganze Beat droppen. Also ich würde dann hier einfach mal die Kick nehmen und ja, dann hier vielleicht noch für den zweiten Part dann auch hier diese Hi-Hat, das wäre auf jeden Fall, oder dieser Shaker, das könnte glaube ich nice klingen. Dann aber hier für diese ganzen Übergänge würde ich dann noch ins Windtrap 2 Sample Kit reingehen und würde mir so eine Transition hier raussuchen. Genau, so eine. Packe ich dann immer so zwischen den Change-Ups. Das Ganze machen wir ein bisschen leiser und schauen mal. Dann würde es hier so abklingen, bevor es dann in der zweiten Hook hier weitergeht. Und ja, Mann, das war dann so die dritte Folge von Beatmaking Challenge. Mir hat es auf jeden Fall richtig Fun gemacht und ich kann mir auch vorstellen, das in Zukunft zu machen. So einfach Serien zu nehmen, Filme zu nehmen oder vielleicht auch Spiele. Das wäre auch, glaube ich, richtig dope. Und ja, Mann, lasst mich wissen, was ihr sehen wollt. Welche Beatmaking Challenges, also aus welchen vielleicht auch Objekten oder irgendwas anderes. So, lasst mich auf jeden Fall wissen, würde mich interessieren. Und lasst mich auch wissen, was ihr denkt, wie Game of Thrones enden wird. Habt ihr da irgendwelche Theorien? Was denkt ihr? Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ich würde es mir gerne durchlesen. Und ja, für weitere Videos auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren, für weitere Produzenten-Tutorials, Beatmaking-Challenges und so weiter. Auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren. Und ja, ich blende dann hier jetzt den fertigen Beat ein und ja, wir sehen uns dann direkt beim nächsten Mal. Peace. College Beats.
Beats.